Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, in San Francisco. Ups, nein, ich wollte keine Fu. Oh. In San Francisco Folly in Griechenland. Dort ist Pierre Dupont und hat einen Splitter des Sion gefunden, beziehungsweise ist auf dem Weg, ihn abzuholen. Sie sind wohl eher ein Hundemensch. Nein, eine Katze. Ihre Abmachungen nicht. Miau. An ihrer Stelle würde ich aussteigen. No, Mademoiselle. Nadla und ich, wir verstehen uns blind. Ich besorge ihr gewisse Dinge und sie belohnt mich fürstlich. Aber sie suchen, was auch sie suchen. Deshalb kann man ihnen nicht vertrauen. Ich vertraue meinem Instinkt. Und deshalb sind sie nur auf Platz 2. Oh nein. Ich bin ein Profi, Mademoiselle. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und werde dafür bezahlt. Es gibt Wichtigeres im Leben als Geld. Es geht ja nicht um das Leben, sondern ums Geschäft. Ihre Zwangsneurose verhindert, dass Sie den Unterschied erkennen. Sie hat mich nicht daran gehindert, einen Teil des Sion zu finden. Das meinen Sie doch mit Geschäft. Touché. Warum finden wir dann nicht heraus, wessen Neurose den nächsten Splitter findet? Okay, da hätte er mich fast gehabt, aber hat seine Chance nicht genutzt. Ich habe das Gefühl, er wird das noch bereuen. Abgesehen davon... und wir hier in diesem total genialen Raum in San Francisco Folly und ich glaube, wir mussten irgendwie hier hoch und dann hier und dann ja, die Säulen von Noscott. Okay, vielleicht auf den Teil der Säule, der noch existiert. Wäre jetzt nur eine ganz grundlegende Idee, Lara. Yes. So. So kommen wir nämlich hier dran, können hierüber dann. Warte. Was für ein glücklicher Zufall, dass die Säule genau an diesen Punkten zerstört ist. Das hier war ein relativ... Ich glaube, hier gab es ein relativ kompliziertes Rätsel. Vermutlich aber auch nicht. Ach, da war doch irgendwas. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es genau ging. Da liegt auf jeden Fall mal ein Artefakt. Hier liegt gar nichts und da ist ein Ring. Ich liebe die Wandlaufszenen, die wir jetzt gerade auch hier bestreiten. Warte, wie ging er? Aber wie ging sie nochmal? Du musst es... Ah, okay. Okay, ich hab's. Ich verstehe es langsam. Lara läuft an Wänden entlang. Jetzt erklärt sich, wie selbst Wände von dieser Frau zerstört werden konnten. Wir müssen das Gitter da wegkriegen. Einfach durchs Gitter shiften, wie in Soul Reaver, geht nicht. Und deshalb... Warte... Wie ging das nochmal? Hallo? Genau, jetzt können wir die Einzelnen da anballern. Und ich glaube, hier war ein Hinweis darauf, wen wir anballern müssen. Linkes Auge und den Dolch. Alles klar. Also. Dolch. Und linkes Auge. Genau. Jetzt hat sich das geöffnet und wir müssen nach dem Code für das Gitter suchen. Yay! Schön und weiter. Okay, war ziemlich offensichtlich eigentlich. Okay, Hand, Bauchnabel, Füße. Hand, Bauchnabel, Füße. Wer auch immer jetzt einschaltet, hält mich für einen Vollidioten. Hand, Bauchnabel und die Füße. Oh nein, die Füße. Er kriegt einen Splitter in den Fuß. Macht aber auch nichts, denn jetzt müsste eigentlich dieses... Komm schon, Freund. Ich hab doch Hand... Ach so, das Auge ist noch aktiv. Können wir es irgendwie wieder deaktivieren? Genau. Also Hand. Okay, ich gebe schon zu, ist extrem schwer zu treffen. Fast schon Scharfschützen. Entfernung. Und Bauchnabel. Damit haben wir dem Orchester jetzt Musik zugeflößt. Boxen bereitgestellt. Und das Dach muss runter. Nicht in diese Rüstung. Genau, nicht in diese Rüstung. Oh, Lara. Benimm dich.
bin neben dir. So, jetzt ist das Ganze gelöst und wir können es runterballern. Wie ihr seht, geht das auch sehr schnell. So, jetzt. Ah, okay, ich verstehe. Nein, nicht dorthin rollen. Das ist voll böse und so. Du musst dahin rollen. Ist viel besser. Lara. Larsen. Larassen. Ich nenne sie ab jetzt Larassen. Ich meine, sie wollte es nicht anders. An das Secret da hinten würden wir jetzt kommen, indem wir da hingehen und uns die Kombination da hinten nochmal ansehen und die dann hier aktivieren. Brauche ich jetzt nicht, das ist nämlich ein riesiger Umweg. Stattdessen wird direkt geschoben, was das Zeug hält. Aber... Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Achso, aber... Die Kugel hält doch gar kein Zeug. Okay, jetzt ist nicht mehr lustig. Hast verkackt, Marco. Yay. Da oben kommen wir ziemlich leicht hoch. Soll es auch anders sein. Und hinauf. Und hinauf. Und hinauf. Und hinauf. Und der Lubel. Hier nochmal ganz um die Säule krabbeln. Wie man das nun mal so tut als Lara Croft. Hier hoch und darüber. Yay! War fast schon knapp. Darin nicht knapp zu sein. Wozu das dann nochmal da ist, weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Macht aber auch keinen wirklichen Unterschied. Wir haben den Kontrollpunkt hier, wir können das hier nochmal öffnen. Wir könnten jetzt nochmal zurück, glaube ich. Aber das müssen wir nicht unbedingt, denn... Doch, da klar müssen wir das. Marco! Wir müssen nochmal zurück. Uah. Sag mal... Uah. Wo kommt ihr denn her? Euch habe ich doch schon getötet. Hallo? Ach, da liegst du. Okay. Irgendwo hier läuft auch noch Pierre rum. Ganz sicher. Natürlich läuft hier nirgendwo Pierre rum, aber es ist ein bisschen unwahrscheinlich. Glaubt ihr nicht? Ich meine, das da ist der einzige Ausgang, den öffnen wir jetzt, aber Pierre ist ohne den einzigen Ausgang entkommen. Ich frage mich immer wieder, wie zur Hölle machen diese Leute das? Und tschüss. Rollt von allein drauf. Das hier ist richtig schön neu designt worden. Das hier war, glaube ich, auch noch nicht das Level, das ich so genial finde. Aber das kommt später. Es ist dann Level 6 eher, nicht Level 5. Doch, das ist es. Das ist es. Oh, oh, oh. Seht es euch an. Es ist einfach nur so geil, wie sehr hier in die Tiefe gebaut wurde. Ich liebe es. Beziehungsweise in die Höhe gebaut wurde. Das war auch eins von wenigen Malen, dass der Vorteil, den du durch 3D-Spiele hast, tatsächlich gut benutzt wurde. Aber ganz abgesehen davon möchten wir da diese Säule rausziehen. Wir können hier oben, glaube ich, schon ziemlich viel vorbereiten, sage ich mal. Und hier ist er wieder. Da die Plattform rausziehen. Könnten wir jetzt auch schon drauf und dann darüber und dann... Genau, das machen wir jetzt auch. Wow! Es ist so unglaublich tief. Noch besser kam es in Tomb Raider 1 dadurch rüber, dass unten... Die Sichtweite war nicht hoch genug, wie der Raum tief war. Das heißt, unten hast du nur noch schwarz gesehen. Wirklich einfach nur noch schwarz. Poseidon. Hier sind jede Menge Räume mit den Namen griechischer Götter. Und wir haben gerade die Poseidon-Tür geöffnet. Hallo? Hat da jemand vor zu kommen von euch Fledermäusen? Danke. Tschüss. Ich bin kein Tierfreund. Oh nein. Da komme ich her. Da will ich ebenfalls noch hin. Irgendein Hinweis darauf, wie ich da hinkomme? Oh, ja. Eigentlich ein ziemlich eindeutiger. Runter hier. Nee, warte, warte. Okay, nichts mehr mit warte. Ich bin zu spät. Ich muss jetzt weiter runter. Ja. Okay, hier kam ich noch hin.
Aber die Tür ist zu. Wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall tot. Aber ich habe keine andere Möglichkeit. Okay. Ja, ich würde sagen, ich stecke hier ein bisschen in der Klemme. Fragt mich nicht in welcher. In dieser. In genau dieser. Nennt sich Schwerkraft. Ist ziemlich blöd. Tomb Raider ohne Schwerkraft. 90% des Spiels einfach mal weggenommen. Ah! Die Typen können es auch. Ich meine, wie sie einfach durch den Bogen fliegen. Genau, Marco. Durch den Boden fliegen, meine ich. Egal. Also ich komme hier oben an den zweiten Hebel noch nicht dran, offenbar. Auf jeden Fall habe ich hier unten Poseidon geöffnet. Direkt einer der besten Räume. Danke für diesen kleinen Vorsprung. Der steht mir nämlich jetzt im Weg, um ehrlich zu sein. Ich wollte eigentlich etwas leicht anderes machen. Aber das kann ich immer noch. Einfach direkt alles, was man zum Fall bringen kann. Hephaistos öffnet sich so nicht. Das ist Mechanismus, den ich noch suchen muss. Direkt unter mir ist momentan tatsächlich Poseidon. Also die erste offene Tür. Und hier bin ich wieder. Wo waren wir? Achso, Poseidon unter mir. Poseidon unter mir. Hephaistos über mir. Pups in mir. Hinüber! Dreh. Lara? Nein, Lara. Schau mal. Du kannst dich doch problemlos um diese Säule herumdrehen. Nee, das geht in dieser Richtung nicht. Dafür musst du diesen Weg nehmen. Junger Abenteurer. Ach. Nee, da will ich mich jetzt nicht festhalten. Da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Lara! Ja, was ist? Wieso hast du so eine Männerstimme? Ich weiß es nicht. Aber sie gefällt mir. Ich werde sie behalten. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh Gott. Wir können hier... Warte, es ist dumm, was ich hier vorhabe. Vielleicht besser so. Hallo? Ach nee. Stimmt, das ging so nicht. Nun ja. Schön, was genau soll ich jetzt hiermit tun? Den kann man übrigens auch nicht weiterschieben. Ach, der stünde sonst im Weg. Okay, ich verstehe. Glaube ich. So ein bisschen. Okay, ich glaube, ich verstehe es doch nicht ganz. Schmetterlings. Oh nein. Es sind doch nicht mal Schmetterlings, es sind Flederkatzen. Fledermäuse. Lara, lass dich nicht von einer Fledermaus töten. Ich bitte dich. Danke. Nein, Lara, nicht so. Oh. Ah! Okay, hätte ich das auch schon mal verstanden. Jetzt hier runter. Hier runter. Diese Säule. Dieses Schussteil. Danke. Hephaistos ist noch nicht offen. Was gibt's da noch? Das Medipack und die andere Seite. Okay. Wir sind weiter als je zuvor. Das soll nichts heißen, ich meine. Wir waren zuvor nicht weit. Aber trotzdem. Sind wir weitestgehend weit. Ah. Yay. Endlich wieder ein neuer Quicksave-Punkt, hoffe ich. Denke ich mal. Und diese Tür öffnet Hephaistos. Und eine Plattform, damit wir wieder rüberkommen. Eine Plattform. Oh nein, nein. Jungs und Mädels, also wirklich. Schön.